Ich muss mir die Internetseite gut ansehen. Und zwar gibt es einmal die Indizien, wie seriös ist die aufgemacht? Gibt es Sprachfehler, die auf eine Übersetzungsmaschine hindeuten, also auf einen sehr weit entfernten Anbieter, der deutschen Sprache nicht mächtig ist? Oder gibt es Versprechungen darauf, die unhaltbar sind? Und was wichtig ist für Anbieter aus dem europäischen Raum, es muss ein Sicherheitslogo der EU drauf sein, mit dem Wort, mit dem Satz darauf, zur Prüfung der Legalität dieser Webseite hier klicken. Und wenn ich das tue, was ich auch tun sollte, wenn ich dieses Logo sehe, dann bekomme ich Informationen zu diesem Anbieter, und zwar Adresse, verantwortlicher Mensch und auch die kontrollierende Behörde. Und das zeigt mir dann, dass es zumindest ein registrierter Versandhändler ist.